willkommen zu einem neuen Video hier. Ich begrüße euch heute aus dem Windpark Dahl. Vor mir sieht man die Enercon E147 EP5E2 auf 155 Meter MST-Turm. Ja, die stehen heute leider alle still. Es ist sehr wenig Wind. Die trudeln nur. Hier vor mir das Monster. Richtig krass, die Dinger. Stehen ja auch in Deutschland nicht so häufig. Ja, hier rechts von mir steht dann noch die E147 EP5E1. Ja, wunderbar. Und es gibt Neuigkeiten. Und zwar hier links neben mir befindet sich eine neue Baustelle. Ja, denn hier wird eine Nordex-Anlage errichtet, eine von zweien, und zwar eine Nordex N149 5.X auf 105 Meter Nabenhöhe. Ja, also das wird ein absoluter Gigant. Wie man sieht, die Anlage ist fast fertig, es fehlen nur noch zwei Rotorblätter. Ja, sieht doch schon mal richtig gut aus hier. Die zweite kommt in einer Reihe genau hinter die Anlage. Ja, richtig krass. Schön, dass die jetzt hier gebaut werden. Ursprünglich geplant waren hier Enercon E82 auf 138 Meter mehrere. Drei Stück insgesamt. Ja, die wurden dann umgeplant und jetzt ist es endlich dabei, dass das Projekt an die Umsetzung geht. Ja, hier stand vorher dann auch diese kleine Mikon, die M700. Die haben sie dann abgerissen und bauen jetzt die große Nordex. Richtig fett, ey. 105 Meter Turm, auch was Besonderes hier in der Ecke im Mittelgebirge. Ja, und hier stehen nochmal die E147 auf höchster Nabenhöhe mit 155 Metern. Also das ist brutal. Ja, wie gesagt, nicht viel Wind. Ja, und dann würde ich sagen, zeige ich euch die Baustelle doch jetzt mal. Ich stehe jetzt hier ganz in der Nähe von dem zukünftigen Monster. Ja, hier ist es. Ja, nur ein Blatt ist dran und alleine das lässt schon erahnen, was für ein fettes Ding das einmal wird. Ja, da liegen die anderen beiden Blätter und der Turm der alten Mikon ist sogar auch noch da. Also richtig geil. Ja. Das wird ein absolutes Monster, zumal die Anlage selbst vom Kranstellplatz aus noch mal ein paar Meter tiefer steht. Also das da, was man da so erkennt zwischen Boden und den Rotorblättern, das ist die Tür von der Anlage. Also die ist wirklich noch mal extrem tief. Ich denke mal so 2-3 Meter locker. Ja, also das ist heftig. Das wird ein absolut brutales Teil. Wenn die einmal fertig ist hier. Ja, gucken wir mal. Ich denke mal, nächste Woche wird die Anlage dann fertiggestellt werden. Richtig brutal. 105 Meter, 5700 kW und ersetzt eine kleine Mikon. Ja, und da oben hinter dem Waldstück, hinter dem Bauernhof hier, entsteht dann die zweite N149. Ja, ist auch krass. Die Anlage entsteht hier und direkt hier. Ist ein bewohnter Bauernhof, also das ist schon heftig. Ja. Ja, die haben auch ein Logo oben dran. Hängen Windgemeinschaft steht da drauf. Auch sehr cool. Finde ich ja immer ein bisschen schöner, wenn da Logos drauf sind. Dann sind die Anlagen nicht so leer. Ne, vor allem bei so großen Anlagen sieht das dann auch schon gut aus. Ich meine, bei so einer EP5, gut, da muss das nicht sein. Aber bei solchen relativ großen Delta 4000 Gondeln schadet es nicht, wenn was draufsteht. Ja, so ist das. Dann mache ich mich jetzt mal weiter. So, jetzt stehe ich zum Abschluss hier nochmal oben auf dem Hügel. Und von hier hat man jetzt nochmal einen richtig schönen Blick auf die Baustelle. Da sieht man jetzt die Anlage, die fast fertig ist. Und hier vorne dann die Komponenten für die nächste Anlage, für die zweite. Ja, richtig cool. Ja, ich stehe jetzt hier am Ende des Windparks Neuenbeken-Schwanei. Hier stehen die ganzen E82er. Ja, und hier ist auch wieder eine Baustelle. Unglaublich, was hier passiert, ey. Es ist unfassbar. Ja, hier stehen Bagger, eine Raupe und hier ist es abgesteckt. Ja, denn hier kommt mal wieder eine Enercon hin.
aber eine fettere als die anderen hier. Ursprünglich geplant war hier an dem Standort eine Enercon E82 auf 138 Meter, identisch mit all den anderen hier. Ja, die hat man dann umgeplant und jetzt wird hier eine Enercon E160 EP5 E3 auf 120 Meter Nabenhöhe gebaut. Ja, 120 Meter Nabenhöhe, E160 EP5 E3 R1. Ja, richtig cool, ey. Das wird auch ein fettes Ding. Also die passt sich hier dann auch relativ gut ein. Nicht, dass es so eine fette Anlage ist. Hätte ja auch sein können. Also so von der Nabenhöhe her. So eine auf 166 Meter hätte hier dann echt nicht so gut hingepasst. Ja, guck an, ey. Wieder so ein Monster hier. Und es werden immer mehr Anlagen. Also wirklich brutal, was hier passiert. Ja, hier oben stehen auch nochmal zwei E82 und die linke von beiden soll wohl auch bald oder irgendwann dann repowered werden durch eine E175 EP5. Die allerdings dann auf 162 Meter. Und ich finde, das passt dann hier nicht ganz so gut hin. Also hätten sie die auf niedriger Nabenhöhe gebaut. Aber generell bin ich kein Fan davon, jetzt schon relativ neue E82er abzureißen. Naja, so ist das. Das ist das Update hier. Ja, von hier hat man aber jetzt auch nochmal einen schönen Blick auf den benachbarten Berg hier, wo auch ein wirklich gigantisches Projekt in Planung ist mit ja, über 10 Anlagen. Die genaue Anzahl weiß ich jetzt gar nicht. Und zwar von Vestas. Und zwar entstehen da dann wohl in Zukunft zwei Vestas V136-42, eine V150-60, zwei V162-60 oder 62 und ich glaube 10 oder 12 V172. Also wenn der Windpark hier umgesetzt wird, wird das hier brutal. Das wird dann hier alles ein Windpark bis hier oben hin. Da oben sind nämlich auch nochmal 10 V162-72 geplant. Also das wird richtig krass hier werden. Naja, das war hier das Update. Bis zum nächsten Video.